Hallo und herzlich willkommen zu einer spontanen Folge Next Car Game. Ich mache jetzt, ich sag mal, Folge 1, ja. Ich werde vielleicht auch mehrere davon aufnehmen. Ich finde das ganz okay. Ich habe mir das mal runtergeladen als Demo-Version und zock das jetzt einfach mal ein bisschen. Also ich habe jetzt schon mein Auto ein bisschen gequält und jetzt gebe ich einfach nur noch Gas, ohne zu lenken, und mein Auto fährt die ganze Zeit im Kreis. Also das ist ganz lustig. Ja, ihr könnt euch das runterladen, und zwar auf der offiziellen Seite. Das müsste nextcargame.com sein. Da könnt ihr das empfohlen. So, jetzt habe ich hier mal den Kreis gefahren, ziemlich. Ich repariere mal kurz mein Auto. Dann zeige ich euch mal ein bisschen die Welt, ne? Und dann diese Karte, was man für einen Quatsch heute machen kann. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe auch noch nicht alles gesehen. Ich fahre schon irgendwie durch. Oh Gott. Man sieht, man kann hier echt alles Mögliche kaputt machen. Vor allem war das Auto noch. So, vielleicht fahre ich ja hier in diese Kamera rein. Ich wüsste, wie es geht. Ah, an der Seite ist sie offen. Oh! Warte ich mal, bis der nächste Schuss da angefeuert wurde, so. Na dann mal, guten Flug. Boah. Was ist hier gemacht? Ach so. Ja, man sieht's, also das Auto ist ein bisschen kaputt. Ich kann das dann nochmal zurückstellen. Also, da ist echt. Naja. Oh, das fährt sogar nicht. Naja, steuern kann man irgendwie nicht mehr, aber. Geht immer noch weiter. So, stelle ich das Auto mal wieder dahin und repariere es. Dann fahre ich direkt in die Autopresse rein. Die es hier natürlich auch gibt, in mehreren Varianten sogar. Die hier, die scheint einen hoch zu katapultieren. Nee. Oh! Ah, das ist eine sehr, sehr gemeine Autopresse. Vor allem, ja, ich kann jetzt nichts für die Kamera führen. Das ist leider ein bisschen am Auto befestigt, die Kamera. Ich kann die mit der Maus hier nicht drehen. Ich spiele jetzt eigentlich mit Controller oder so. Könnte man machen, man hat die Möglichkeit, den Controller anzuschließen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Und jetzt gebe ich schon wieder Gas. Und, wow, 350 Grad Drift. Das ist auch schneller als die Kamera oder was? Sieht etwas Banane aus, finde ich. Ja. Jetzt mit dem auf und mich wieder in die Presse rein. Ah, geht doch. So, das ist unser Auto. Die Kamera hat ein paar Probleme jetzt, aber egal. Ich kann das ja mal vernünftig versuchen hinzustellen. Ja, also ja, der Motor läuft noch. Das ist wichtig. So, dann haben wir hier noch unseren tollen Hammer. Oh Gott. Ja, also sollte man nicht in echt machen. Unter den Hammer stellen. Sehr schöner Motor. Leicht deformiert, aber fährt auch nicht mehr. Zack, wieder deformiert. Hier ist eine andere Art von Auto. Also ich fahre jetzt einfach mal überall rum, um es euch zu zeigen. Driften kann man hier einfach auch sehr gut. Wenn man seitwärts da reinfahren, kommt auch das einfach mal. Aber von seitwärts kommt möglichst seitwärts da rein. Ja, nichts aber. Ja, egal, fahren wir halt vorwärts rein. Man sieht, das Auto geht kaputt und wir liegen alle möglichen Teile da hinten. Fahren kann ich auch mal wieder nicht. Denn noch? Ach ja, diese Kreise hier. Fangen wir mal bei dem linken an. Meine Güte. Also genug Power hat das Auto auf jeden Fall. So, dann fahre ich da jetzt einfach mal rein. Ja, ich wollte da reinfahren und nicht weggeschoben werden. Vielleicht muss ich wirklich echt ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinfahren.
So zum Beispiel. Also, das ist schon ganz schön. Naja, also der Fahrer wäre vielleicht tot. So. Dann gehen wir mal zu dem zweiten. Was ist das überhaupt? Ein Hammer oder? Ja, was ist das? Diese drehenden Dinger nenne ich die jetzt einfach. Zum zweiten drehenden Dinger. Oh Gott. Durch diesen Kreis wird das natürlich das Auto auch noch ein bisschen da drin reingezogen. Oh, ja. Also wir haben noch zwei Räder, glaube ich. Und das Auto fährt noch. Also wir können da gerne nochmal einfach. Fliegen immer noch Teile weg. Oh! Der Motor ist noch an, ne? Das ist ja... Weil das Antriebsrad ein bisschen... Ja. Okay, ich werde die Karre jetzt einfach reparieren wieder. So. Dann haben wir hier noch eine Kombination aus drei... Ne, ja doch, drei von denen. Also die ziehen uns rechts, die beiden ziehen uns rein. Das mittlere zerschmettert uns einfach alles. So, meine Güte. So. Dann wohl die neue Art der Knutschkugel oder so. Oder sieht ein bisschen aus wie ein Wohnwagen, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Naja, egal. So. Was haben wir denn dann? Dann fahre ich doch mal hier vorne diese Spindel hoch. Ich werde das mal versuchen, ob man das auch mit dem Lenkrad spielen kann. Ich werde das auch mal machen. Vielleicht beim nächsten Mal. Oder? So, ich könnte jetzt hier schon wohl da reinfahren. Ich weiß nicht. Boah, ich kann das aber nicht power. Vielleicht sogar teilweise ein bisschen. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie die Handbremse. Ich wollte schon Haltestellenbremse sagen von OMSI. Parkbremse auch noch von OMSI, ja. So, also. Okay, die Glasscheibe ist hinten, ist schon kaputt. Ja, aua. So, da haben wir doch alles Mögliche. An Teilen jetzt rumfliegen und. Ah, das ist auch nicht fertig. Sieht doch etwas eigentlich schon aus. So, mal gucken. Ah, hier ist so eine Sprungpanzer. Ich glaube, man fährt hier, ja, hier drauf, aber. Keine Ahnung. So, dann springen wir mal. Mal gucken, wie viel Meter wir schaffen. 30 Meter, 60, 90. Ah, kurz 220 Meter. So, jetzt gibt es ja sogar noch ein Looping. Den kann ich ja auch mal benutzen. Boah, nein. Okay, ich will es dann mal. Ah, kann ich auch wirklich benutzen. Auto fährt ja. Weniger Anlauf, aber ich will das auch so schaffen. Hä? Wir schaffen es so. Oh. Boah, jetzt schaffen wir es gar nicht mehr. Wenn ich schon reifen. So. Vielleicht fahre ich einfach mal langsamer mit dem Looping. Jetzt gucken, ob das Auto auch bei niedriger Geschwindigkeit das schafft. Erstmal fliege ich hier mal drüber. Soll ich jetzt mal looten? Okay, dann fährt der runter. Ist doch logisch. Muss jetzt mal die Reifen anklären. Einfach mal Gas geben. Na, nicht wirklich schnell erfahren. Das ist auch logisch. Wegen der Zentrifugalkraft und so Geschichten. Ne? Wenn man schon ein bisschen Physik in der Schule hatte, dann weiß man das. Halte ich hier mal hier an. Oh. So, das Auto fährt noch, das sieht auch sehr schön aus. Das
kann man denn noch auf der Linie, sind auch ganz cool. Ah, wenn man das denn auch trifft. Zum Beispiel Autoreifen kaputt. Einfach mal sich dagegen stellen. Ja, das war jetzt aber ein mieses Ergebnis. Da muss ich dann nochmal hier eben. So, das sieht doch schon besser aus. Hm. Oh, wir fahren hier. Ne? Scheiße. Ja, das Lenken ist etwas schwieriger. Das ist schon so ein Lenkradius von mehr als nur einem Elefanten. Ich schaffe das, ne? Boah, fahren wir denn jetzt zweites? Ah ja, Ölfässer. Auto fährt noch. Naja, jetzt wohl nicht mehr. Okay. Ernsthaft. So. Ich gehe noch in die Kanone rein, das fand ich nicht lustig. Was passiert, wenn ich das einfach seitlich da reinstelle? Ah, ja. Zack. Das Spiel auch verkaufen, also das dann komplett draußen, ich bin mir nicht so sicher. Man kann es nicht ein bisschen mit Pre-Order kaufen, aber so, was wollte ich machen? Ich wollte auch ein bisschen mittel sein. Ah, falsch umgelenkt, egal. Wir hätten es geschafft. So, der Reifen ist schon wieder weg. Zack. Was gibt's denn hier noch für uns? Ein Hammer gezeichnet, ein Treffiger gezeichnet. Was für Bühne. Okay, und hat die Tribüne abgerissen. Vielleicht schaffe ich das auch da hinten noch, diesen Turm an der Rampe rechts. Da seht ihr auch nochmal die Adresse, nextkbm.com. Und ja. Schönes Heck. Ich kann mal sagen, dass wir da über 50 Meter waren. Ich muss mal schade, dass es keine Geschwindigkeitsanzeige gibt. Ich glaube, das Spiel hat auch mehr mit Physik und Spaß zu tun als mit irgendwelchen Geschwindigkeiten. Oh. Ja, okay. Das war jetzt logisch. Wenn es so schön war, mache ich es nochmal. Naja. So, ich gehe schon mal ein bisschen hier, was es so gibt. Mein Gott. Es gibt doch schon viel Schwert in der Computer gerade. Das ist ziemlich mega viele Kinder. Oh. Ja. Ich glaube, das Auto ist etwas demoliert. Ah, jetzt gibt es das wieder um. So. Danke. Behalten. Ja, hier rechts war noch. Ja, diese Dinger, die sind auch ganz cool. Ja, okay. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal wieder. Ui. Mein Gott. So. Auch sehr schön. Naja, ich stelle das mal wieder hin hier, das Auto.
sieht im Übrigen aus wie ein Frauenfahrer, ne? Also. Ein Scherz beiseite. Meine Güte. So. Man kann nicht mehr fahren. Mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Ich bin nicht am Lenken. Jetzt habe ich gewinkt, dass ich wieder wegkomme. So, dann fahren wir doch mal auf diese gelbe Fahrbahn. Ich bin da vorhin schon mehrmals runtergefahren, deswegen fahre ich noch ein bisschen runter. Boah! Ich hätte vielleicht vor dem Abflug nicht bremsen sollen. Aber das Auto fährt ja noch halbwegs. Ich finde das jetzt auch egal. Oh Gott. Nein! Ach Mann! Gut, versuche ich es nochmal. Da bin ich weggedriftet und etwas blöd aufgekommen. Vielleicht versuche ich es einfach noch von der anderen Richtung. Nicht von dieser Seite. Oh. Ein bisschen schummeln, einfach mal die andere Richtung nehmen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt hier noch mehr Autos gibt, weil ich glaube, es gibt bei der Demo-Version dieses eine Auto. Oh Gott. Aua. Joa. Ich wüsste jetzt mal gerne, wie die Kamera gedreht. Würde mich ja schon interessieren, aber irgendwie... Ich hier drücken, was ich will, hier passiert überhaupt nichts. Was war denn da? Aha, Fenster. Ja, okay. So, man soll da durchspringen. Einfach so zum Ziel. Und ich versuche das einfach mal. Ich glaube, ich werde das nicht schaffen, aber. Ja. Nein, okay. Nein, ich habe Pause gekriegt. Ich wollte noch nicht durchkommen. So ist das. Also, ich habe hier wirklich so jetzt keine. Also, ich kann das nicht sehen. So, hat das Auto jetzt endlich geschafft? Ja, können wir noch fahren. Was war das? Ah, so. Ah, okay, ich kann wieder mal nicht fahren. Was gibt's denn hier noch zu zeigen? Ich weiß es gar nicht.
könnt mir ja mal sagen, was ihr vielleicht noch mal sehen wollt, was ich mal machen soll. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben. So. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.